Ja, ich hätte gesagt, wir fassen das Ganze jetzt noch einmal so ein bisschen zusammen. Also, wir sind ja Jonathan. Heißt der Jonathan? Oder sind wir Paul? Ha, da fängt der schon wieder an. Wir sind einer von zwei Brüdern. Einer ist im Krieg gestorben. Der andere hat seinen Arm verloren. Und einer ist im Haus wieder wach geworden. In diesem Herrenhaus. Johannes und Paul, genau. Wer sind wir jetzt? Wir sind, glaube ich, Johannes, ne? Der ist im Haus wieder wach geworden, in dem Herrenhaus. Und wird die ganze Zeit in diesem Haus von irgendwas wieder in diese Kriegsgräben zurückgezogen. So, meine Vermutung ist, dass wir vom Krieg zurückgekommen sind, aber jetzt im Kopf durch diese posttraumatische Belastungsstörung immer wieder in die Schützengräben zurückkehren. Und dann haben wir es ja mit allerhand Kreaturen zu tun. Zum Beispiel, die eine Kreatur war, glaube ich, die Mutter der Angst. Die andere Kreatur war die Wut. Und ich glaube, es ist so ein innerer Monolog, innerer Kampf mit unserer Psyche durch diese Belastungsstörung, durch den Krieg. Ich glaube, das will das Spiel so ein bisschen vermitteln. Schätze ich mal, dass es so ist. Ne, dann gibt es noch unseren Vater, der eine riesen Enttäuschung war als Soldat für unseren Großvater. Also es ist so anscheinend so eine Generalsfamilie irgendwie. So, das ist im Großen und Ganzen, glaube ich, was wir bis letztes Mal hatten. Ungefähr die Hälfte des Spiels, schätzungsweise. Ich hoffe nicht, dass es jetzt nochmal eine Nummer wird wie letzte Woche oder vor der wo man dann noch 10 Minuten hat bis zum Ende. Aber ich glaube hier nicht, wir haben noch ein bisschen. Also, machen wir einfach weiter und schauen mal wieder rein, wo wir denn waren. Moment. So, Emo Nase putzen, die Brillsohre. Und dann geht's los. Ab wieder zurück ins Herrenhaus. Oder waren wir in den Kriegsgräben? Ich glaube, wir waren wieder im Kapitel 3 Schmerz. Jetzt, ich glaube, der verarbeitet so seine Psyche durch den Krieg. Also unser Charakter. Ich glaube, wir sind Johannes. Jawohl, wir sind wieder im Herrenhaus. Sind wir im Herrenhaus? Ja, es ist das Herrenhaus. Ne? Sieht nur ein bisschen... Das ist unser Zimmer. Scheint auf dich aufzupassen, wie früher. Ein Zinnsoldat. Das ist alles wirklich auf Militär ausgelegt hier. Kinderkram, du tust das Richtige. Okay, warte mal. Haben wir Missionen? Jetzt schauen wir mal. Finde den Saboteur und bringe die Fabrik zum Laufen. Was? Das haben wir doch gemacht. Das war doch den Endboss, den wir gemacht haben. Und danach sind wir hier gelandet wieder. Genau, da waren wir. Eine Woche dazwischen Pause. Was geschafft. Genau, wir haben nur noch den Endboss gemacht. Und dann sind wir jetzt quasi wieder zurück. Was jetzt passiert ist... Ist das eine Tür? Guck mal, das ist eine Tür. Eine Tür hinterm Schrank. Oh. Wir haben neue Missionsziele. Da sind Schatten. Finde den Grund für die elektrische Störung. Haha, sehr schön. Was ist das, was steht hier? Ja. Oh. Oha. Irgendwas weint. Oh Gott, warum? Was ist hier los? Was zur Hölle ist hier los? Okay, alles klar, dann gehen wir mal runter. Der Aufzug ist ja auch nach unten gefahren. War hier schon Feuer auf? Waren wir hier schon drin? Nein, oder doch? Oh, dann nee, doch. Doch, hier waren wir schon drin. Oh.
Schlüssel? Der Aufzug war aber nicht da vorher. Oh Gott, nein, ich traue mich gar nicht. Ich traue mich gar nicht hinzugehen. Weil wir müssen. Wir müssen. Was ist heute los, Mann? Hat doch gar nicht angefangen. Der Schlüssel für den Lagerraum. Es ist sehr unheimlich halt. Ich hab. Kommen wir ja nicht mal raus. Screen war kurz offline. Okay. Sehr geil. Beschwerden an Twitch, bitte. Zerte Stimme. Irgendwas schreit hier nochmal. Und weinen. Oh, toll. Oh, sehr schön. Und ein Kellergeschoss. Sehr schön. Aber wir haben beide unsere Hände. Wir haben unsere beiden Hände, sehe ich gerade. Also sind wir nicht der Bruder, der die Hand verloren hat. Oder vielleicht doch. Vielleicht sehen wir immer nur unsere Hände, wenn wir dahin zurückkehren. In dieses... Ich weiß es nicht, ob wir gleich wieder in den Schützengräben sind. Nehmen wir die Streichhölzer mit. Wir haben zwar schon welche, aber ich nehme sie dann wieder mit. Würde ich damit kochen? Ich bin vor dem Essen erschrocken. Vor der Tatsache, dass hier gekocht wird, bin ich erschrocken. So, da hinten klingelt das Telefon. Ich wollte mich noch hier zu Ende umgucken. Lass mich mal Licht anmachen. Nicht, dass hier gleich die Lichter ausgehen und ich finde den Weg zurück nicht mehr. Servus, Mulaya. Ja, schreien oder ans Telefon gehen? Wir gehen ans Telefon. Mach auf. Oh, ich hab aufgelegt. Ah, jetzt, er redet wieder. Du musst zurückkommen. Okay, der hat angerufen, der Offizier. Wir sollen aufwachen. Und wir sollen zurückkommen. Wir haben gestern Abend gefeiert. Und ich bin ein bisschen früher... geschissen, bin nach Hause, war ziemlich betrunken und der Offizier hat noch weitergemacht mit seinen Kumpels und das ist jetzt morgens um 10, die sind immer noch am Feiern, deswegen ruft er jetzt an und sagt, ey, wach auf, komm, hier ist cool, du musst zurückkommen. Hat er auch schon eine leichtfertige Stimme. Und schwupps immer wieder in den Schützengräben, hätte ich gesagt. Sind wir wieder in den Schützengräben oder ist das immer noch unter unserem Herrenhaus? Das sieht noch ein bisschen nach beidem aus, ne? Aber eher nach Herrenhaus. Da hinten ist ein weinende Stimme. Das ist schön, da rennt uns gleich wieder was hinterher. Das wird wieder traumhaft. Der Keller? Oh. Das blockiert den Weg. Funken! Funken blockieren deinen Weg, Milord. Ah, da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Den Strom wieder anmachen. Wir sind noch im Herrenhaus. Ha. Warum sind die Wilden da eingesperrt, Großvater? Damit du etwas lernen kannst. Sieh gut hin.
wie sie am Boden sitzen, im Schmutz, halbnackt. Haben sie einen Grund, stolz zu sein, Paul? Und trotzdem sind sie es. Mit ihren primitiven Speeren und wildem Geheul sind sie in unser Maschinengewehrfeuer gelaufen. Wie die Fliegen sind sie gefallen. Zu Hunderten. Wer grundlos stolz ist, ist dumm. Merkt ihr das? Du bist nicht wie sie. Dein Blut und dein Erbe sind Grund, stolz zu sein. Und das Sterben, das überlasst den Dummen. Oha. Das sieht ein bisschen aus wie dieser französische Schauspieler. Wie heißt der? Der wo die purpurnen Flüsse und so mitgemacht hat. Oder wie der von Iron Man, dieser böse Professor. Irgendwas hat er. Der Mann hier. Iron Man, der böse Professor. Ich hab's nochmal nicht mit Namen jetzt. Einmal direkt gleich wieder ein, aber aktuell alle Namen gelöscht. Da komme ich hier durch. Ach so. Schieberätsel. Nadel und Faden, Haut und Haare. Kurz wird dir übel. Verzerrte Stimme atmen. Achso, das gehört ganz dazu. Nadel und Faden, Haut und Haare. Kurz wird dir übel. Achso. Das wäre ein Gedicht. Nadel und Faden, Haut und Haare. Jean Renaud, genau, ja. Ich weiß, dass ich dich nicht um beide bitten kann. Ich will, dass Johannes lebt. Bitte nimm den Paul bei dir auf. Er ist ein guter Junge. Ich schneide das Leben dem Kuckuck ab und gebe es dem Johannes. Bitte, lieber Gott, hilf mir und bring Johannes zurück. Wir sind Johannes, ne? Vielleicht hat die Mutter unserem Bruder wegen irgendwas geopfert und dann... dass wir leben können. Ich weiß es noch nicht. Ich blicke noch nicht durch. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Und er trat heran und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und er sagte, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da setzte sich der Tote auf und begann zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. So haben die Dinge früher gehandhabt. Oh, da hängt ein Schlüssel. Ah! Geh einfach weg! Die Leertaste gerade mir gefunden. Schlüssel für die blaue Tür. Dankeschön. Das jetzt auch nochmal. Komm ich da irgendwie. Kann ich das Ding irgendwie schieben? Ich will da hinten ran. Geht das? Geht das nicht? Das muss... Oh. Oh. So geht das. Guten Tag. Guten Tag. Ja, das will ich mal machen. Ich bin. Siehst du an dem Schlüssel? Studienobjekte. Ey, jetzt will ich was lesen und schlagen hier die Funken. Schädel aus Deutsch-Südwestafrika und zur weiteren wissenschaftlichen Untersuchung vorgesehen. Empfehlungen, Verwendungen als kraniometrische Studienobjekte. Wort zum ersten Mal in meinem Leben jetzt gehört. Kraniometrisch. So, den Schalter, ich glaube, der ist es. Oder der killt uns. Aber wir lesen erstmal noch. Notiz des Spediteurs. Bitte rechnen Sie mit der Anlieferung der Koffer und Kisten des Herrn Generals am Freitag, dem 7. Juni, zur Mittagsstunde. Unsere Spedition wird die Güter am Tag zuvor zum Weitertransport von Dampfschiff in Hamburg Hafen abholen.
Meine Mitarbeiter stehen dann weiter bereit, um alles nicht von ihm im Haus benötigte Gut in den von Ihnen gewählten Kellerraum zu tragen. Eine Rechnung übersende ich Ihnen nach Abschluss unserer Arbeiten. Ich wünsche Ihrem Herrn Vater General von Schmidt baldige Genesung. Bergmann Spedition, Bergmann und Söhne, 1907. Sehr wichtig. Hat er was beliefert bekommen? Heute gibt es ja Postbote im Nachbar ab. Ein Aufkleber der Schifffahrtsgesellschaft. Koffer haben eine lange Reise hinter sich. Mann, nochmal das geile Wort Schifffahrtsgesellschaft mit 3 F hintereinander. Alles klar, Mulaya. Bis gleich. Links, rechts, geradeaus. Ich mach den Strom jetzt aus. Ich mach den Strom an. Was war das? Ich höre meine eigenen Schritte und hab Angst vor denen. Das ist aber wirklich manchmal. Ich gehe einen Schritt und der macht so. Land direkt so. Muss ich jetzt ganz zurück? Wo muss ich hin? Ah, jetzt geht hier das Licht wieder an. Das ist alles ein bisschen freundlicher. Sehr freundlich von Ihnen, sehr freundlich. Dankeschön. Ah, zum Aufzug. Und ja. Na, mir ist nix. Oh, geil. So, welcher Teil? Oder der ganz neue? Gehen wir nach oben oder nach unten? Nix. Ich kann nichts machen. Oder muss ich auf den Knopf drücken? Was will das Spiel von mir? Jetzt steht er links oder rechts? Ich kann die Schalter nicht betätigen. Was ist das? Oder stelle ich mich wieder dran? Ich glaube, ich stelle mich wieder dran. Muss ich das überhaupt? Ich glaube, ich muss das gar nicht. Nichts geschieht. Ich glaube, ich muss das gar nicht. Ich glaube, ich bin falsch. Meine zarte Stimme hustet. Ich glaube, ich bin falsch. Ich gucke mal in Missionen. Finde einen Weg aus dem Keller. Achso, das wird nicht der Aufzug sein. Okay, wird nicht der Aufzug sein. Schade, ich dachte, wir hätten es jetzt schnell hinter uns bringen können. Nix da. Wird erstmal noch dunkler, bevor es heller wird. Die Tür ist? Nee. Oh nein. Ah, hier. Ja, stimmt. Hier, die Funken sind weg. Das ist es. Der öffnete die Tür. Das Erdgeschoss roch holzig. War halt überall Holz. Alles roch holzig. Er mochte den Geruch von Holz nicht besonders. Deswegen war ihm das Leben in diesem Haus zuwider. Denn alles war aus Holz. Mein Bruder liebte Holz. Das war ihm egal. Er konnte es ja nicht ändern. Er mochte kein Holz und alles war voll mit Holz. Ich bin wieder raus aus dem Keller. Mal eine neue Mission. Benutze den Schlüssel, um die blaue Tür zu öffnen. Stimmt, wir haben ja den Schlüssel für die blaue Tür bekommen. Was ist die blaue Tür? Ah, es hat 2 erst. Okay. Ich habe auch, glaube ich, bis Teil 6 geguckt. Oder Teil 5. Ja, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ich habe tatsächlich die Box hier. Muss ich mal irgendwann mal noch komplettieren. Kranke Film auf jeden Fall, so.
Aber schön die Uncut-Version, wo man noch alles sieht. Wenn man Saw in Deutschland im Fernsehen guckt, teilweise ist der so geschnitten, ich wusste nicht mal, dass die Leute ein Problem haben. Und dann in der nächsten Szene waren die Charaktere einfach weg. Wie bei Saw 2. Irgendwie die Szene, als der Kerl in den Ofen klettert und an diesem Schlüssel zieht und die Ofentür sich schließt. Und dann geht ja die Ofenflamme an und... Oh, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht so viel. Er guckt ja erst Saw 2 oder hast du schon geguckt? Benditeur kurz weg. Und dann geht ja die Ofenflamme an und der Kerl verreckt ja elendig in diesem Ofen. Und in der Fernsehversion geht er rein in diesen Ofen, greift den Schlüssel und in der nächsten Szene stehen die wieder oben im Flur und der Charakter wird einfach nie wieder erwähnt. Das war schon... Wenn man nicht vorher die Uncut-Version gesehen hätte, hätte ich gar nicht gewusst, was mit dem passiert ist. Und nicht mal ansatzweise. Deswegen immer schön die Uncut-Version gucken. Das Beste fehlt dann immer. Ja, teilweise ist es so extrem. Selbst der Film Gladiator geschnitten. Der geht da rein in den... ins Kolosseum. Gegner kommen, der Kampf fängt an, auf einmal blutet einer aus dem Mund, das sieht man aber nur ganz sporadisch irgendwie und der Kampf ist vorbei, der kippt um. Man hat gar nicht, ich glaube, das hat 3 Sekunden gedauert und ungeschnitten dauert da 2 Minuten. Das war Katastrophe im Fernsehen. Da wundern sich die Leute, dass keine Sau mehr Fernsehen guckt. So, die blaue Tür, wo war die? Haute Couture. Ah, hier war unser Wilhelmswasser. Aber da geht tatsächlich ein Telefon. Das geht ab. Komm zurück. Das ist sogar so geil auf Deutsch. Ich mag's. Ich mag's immer noch. Ja, ich kann daran nichts ändern mit dem Laggen im Stream, weil bei mir steht 4 langsame Frames. Es ist sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Alles auf grün. Twitch ein Problem. Dann ist wieder Wochenende Twitch-Time. Weil bei mir ist alles Pico. Ah, hier kommen wir gar nicht mehr rein jetzt, wo wir uns die Salzsäure gemischt haben. Hier war das gute Wilhelmswasser an. Jetzt haben wir irgendwo bekommen im Safe. So, hier ist keine... Die Leiter war vorher da hinten, ne? Die ist jetzt hier neu. Kann ich sogar noch verschieben. Ich hätte gedacht, das geht nicht. Jetzt kann ich die Leiter wieder hoch. Komm, auf ein neues. Hoch mit dir. Hoch mit dir, du Lump. Du Schlingel. Hey, Pole. Servus, was geht ab? Guten Abend, mein Guter. Dann schauen wir mal. Sie haben meinen Johannes gefunden. Mein Herz zerspringt vor Glück. In Lübeck ist er schon. Ich habe sofort das große Zimmer unter dem Dach sauber gemacht, damit er es bequem hat. Ich werde Farben und Leinwände für ihn besorgen. Mein Johannes kommt heim. Sie haben meinen Johannes gefunden. Klingt ja süß, wenn die Mutter das sagt. Wenn ich das sagen würde, wäre das nicht so. Dann wäre das leicht verwirrend. Und wie geht's da? Wir haben meinen Johannes gefunden. An der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes.
Mitteilung des Lazaretts. Unleserlich Ihnen mitteilen, dass Ihr... Achso, unleserlich... Ich wollte Ihnen unleserlich mitteilen, dass Ihr Sohn Johannes von Schmidt lebt. Und als... Ich könnte mir das nicht verkneifen. Er musste jetzt raus. Der musste jetzt raus. Lebt und als Kriegsversehrter aus dem Kriegsdienst entlassen wurde. Sein körperlicher Zustand machte vorerst eine langfristige ärztliche Betreuung in unserem Reservelazarett 3 zu Lübeck notwendig. Zur weiteren Pflege kann Ihr Sohn in 2 Wochen in Ihre Obhut unleserlich. Jetzt macht er das aus mit dem unleserlich. Was? Ich lese voll jetzt unleserlich. So. Ja, ja, ich weiß es. Steht halt so, das macht man so. Ich weiß es, was soll ich denn sonst machen? Girl. Wow. Wo muss ich überhaupt. Ah, die blaue Tür müssen wir noch finden. Die Haute Couture hier. Waren wir hier schon? Unleserlich. Ja, eigentlich ist es Schwachsinn. Aber eigentlich ist es auch wichtig. Was ist, was bringt mir das jetzt hier? Gar nichts. Bringt mir gar nichts. Ich muss immer noch diese blaue Tür finden, oder? Nutze den Schlüssel, ja klar. Welche blaue Tür? Ah! Erstmal das Telefon, dann können wir in Ruhe den Zettel danach lesen. Wach auf, Soldat! Du musst es zu Ende bringen! Wach auf! Wake me up before you go, go! 5. Oktober 1918. Ich gehe nicht auf den Dachboden. Schon das Heulen und Rumpeln ist mir unerträglich. Und der Gestank. Nicht auf den Dachboden. Das hört sich aber nicht gut an. Der Föhn! Dieser penetrante Föhn. So laut. Gar nichts mehr. Der hat alles im Spiel übertönt. Als wenn du dir wirklich die Ohren föhnst. Föhn durchgeföhnt. Ah, hier ist immer noch zu. Okay. Also ist das nicht die blaue Tür. Das ist die Tür zum Dachboden. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich da rein muss, weil rumpeln und pumpeln. Und mein Guter, wie hast du eigentlich Schicht? Oder ab wann hast du Urlaub? Kannst du mal ja mal schreiben. Hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Dann diese blaue Tür. Ah, das ist ja noch keine Sound, alles das Dino-Break genommen. Ich wollte mal irgendwann, nahe Ferne. Und immer so alle zu überprüfen und wollte man noch mal ein bisschen austauschen. Es sind schon ein paar coole neue. Warum? Das waren meine Schritte. Ich bin von meinen Schritten erschrocken mit dem Teppich hier. Ich dachte, da steht jemand hinter mir und kommt näher. Wo ist denn jetzt bitte diese scheiß blaue Tür? Findest du nicht? Diese Woche Nacht. Oh, so kacke, ne? Dass mir eine andere Schicht dann. Ah, jetzt höre ich wieder Strom. Jetzt können wir bestimmt nicht mehr zurück in den Keller. Mach mal. Gehen wir mal hier rüber. Irgendwo muss doch diese blaue Tür jetzt sein.
höre was. Gibt's da nicht? Wir müssen doch diese blaue Tür jetzt finden. Ah, guck mal, hier die Wendeltreppe. Ja, das sieht aus wie richtig. Artikel, die Fabrik. Fabriken. Und was stellt ihre Fabrik so her? Fabriken. Ah, also sie haben eine Fabrik. Ja, genau. Wir stellen Fabriken her. Die Farbenfabriken. Karl von Schmidt und Co. entgehen Konkurs. Das Berliner Unternehmen, das im Berichte der Produktion von chemischen Stoffen zur Anwendung in der Medizin und der Industrie tätig ist, wurde durch die Einbindung privater Finanzmittel durch den Firmeneigner Karl von Schmidt, das war doch unser Vater, oder? Vor den Konkurs bewahrt. Karl von Schmidt, Vater oder Großvater? Investitionen durch Partner waren überraschend ausgeblieben, da die führenden Chemikanten der Karl von Schmidt Co. durch einen Wuppertaler Konkurrenten abgeworben worden waren. Karl von Schmidt ist der Sohn des berühmten preußischen Generals, also Karl war unser Vater. Die Einbringung privater Geldmittel bewahrt zunächst 350 Berliner Angestellte vor der Kündigung. Ob dies aber die Zukunft des Unternehmens sichern kann, bleibt fraglich. Habe ich schon zuerst gedacht, ich hätte mich verlesen, aber das steht da wirklich. Ob dies die Zukunft. Amun, einen wunderschönen guten Abend. Mein Guter, grüß dich. Nimm dich und setz dir einen Keks. Na los, nimm dich doch und setz dir mal einen Keks. Alles klar, Mann. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, der geht gar nicht weg. Ich habe eine Franzose in die Hals, der geht nicht weg. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ein moin Skytro, servus. Jawohl, werde ich schon. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Ich hoffe, der haut gleich wieder ab. Warum? Ach so, die Tür hier. Und Stacheldraht. Warte, Moment. Jetzt sind wir hier? Oh, hier waren wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, schon gelesen. Da ist, warum ist da Stacheldraht? Warum ist da Stacheldraht? Also manchmal kommen die Dinger so geil. Haben wir doch gestartet. Blaue Tür. Top. Tür ist blau. Das ist sie. Die suchen wir. Ich öffne die Tür und sehe christliche Bilder. Frühlingserwachen 22. In der Nacht, in der du die beiden gesehen hast, hat er nicht gelächelt. Sieht mit seinen strammen Haare auf die Brust. Ich kann das Bild nicht gerade. Stramme Haare auf die Brust. Oh, sexy Mann. Oh, das Bild kann ich mitnehmen. Anzettel. Die Ausstellung. Künstlervereinigung Die Blaue Taube lädt ein. Da geht die Party.
Berliner Leinwände, eine Ausstellung lokaler Künstler in Wort, Bild und Plastik. Im Café Scheunenviertel, 30. Juli 1914. Vater, du verstößt mich nicht wegen der Nacht auf dem Dachboden. Den anderen Zettel wolltest du nicht vorlesen. Sondern weil ich Präsident in dieser Familie bin. Wärst du deinem eigenen Vater einer gewesen, wäre Mutter viel erspart geblieben. Du bist allein einem Toten treu, ja. Ein Toter herrscht in diesem Haus. Sein Geist durchdringt es. Ich packe und ziehe bald aus. Dann bist du mich los. Eher ziehe ich in den Krieg, als in dieses verdammte Haus zurückzukehren. Johannes, Juli 1914. Oh, das waren jetzt mir, ne? Wir sind ja Johannes. Achso, das ist der Brief an den Pater gewesen. Okay. War mal noch eine geheime Seite gefunden. Die Taube und der ewige Krieg. Ich zitiere. Was? Ah, Escape the Are Wookiee. Ja, seitdem haben wir den Scheiß. Ich hab bei dem Spiel Escape the Are Wookiee. Die Kamera ist unscharf. Oh, ja, als wenn ich was dafür könnt. Ich hab sie nicht entwickelt. Ich hab sie nur kauf. Bei dem Spiel Escape the Are Wookiee musste ich die ganze Zeit immer halt mich. Ich hatte nicht so wirklich Angst, aber ich musste die ganze Zeit aufbauen, dass ich lache. Weil immer, wenn der da rumgeeiert ist, ich musste so lachen. Das war ein geiles Spiel, Escape the Are Wookiee. Aber falls du, nur falls, das ist kein Muss, Interesse hast, Let's Play davon, der Stream davon ist auf YouTube in 30 Minuten Folgen. Auf meinem YouTube-Kanal. Ghost Spectre. Pole, vielen lieben Dank für dein Abo, mein Guter. Dankeschön, 39 Monate, Dankeschön, Alter, yeah. Du Schlawiner, yeah. Oh, Darkronix, yeah, Mann, was geht denn heute oben da ab? Ghost Spectre. Servus! Prominenz! Grüß dich, mein Guter! Hab ich jetzt vorgelesen oder nicht? Nö. Nee, hab ich nicht. Wäre noch geil. Wäre noch geil als Button hier. Wenn der Krieg einmal vorbei ist. Na, lieber Johannes, wenn der Krieg einmal vorbei ist, bekommen wir unsere Ausstellung. Und sie wird schöner denn je. Ich habe deine Skizzen für unsere Plakataktion zur Unterstützung unserer Soldaten bekommen. Christian wird sie auch lieben. Ich kann nicht abwarten, die Köpfe mit euch und Rudi zusammenzustecken. Der Rudi. Es gibt so vieles, was ich euch erzählen will. So viele Eindrücke von dem Weg zur Front. Aber bis dahin, Briefe. Pass auf dich auf, Soldat. Sonst komme ich zu dir und flick dich zusammen. Ich werde in den nächsten Tagen schon als Krankenschwester eingesetzt. Eine Theresa. Den gebe ich dir dann die Tage wohl nochmal. Den gebe ich mir dann die Tage. Ach so, ja. Na, wie gesagt, Escape the Are Wookiee, ich glaube, es sind 6 oder 8 Folgen, sind es, glaube ich. Ist halt tatsächlich, das habe ich auf YouTube hochgeladen. Ich tue ja mittlerweile auch die Streams auf YouTube archivieren.